Eingang zum Subraum. In dem Fall geht es jetzt langsam, aber sicher zum Finale, denn die wollen es jetzt richtig wissen. Die gehen nämlich in den Subraum rein, wie es aussieht. Dann schauen wir einfach mal. Erstmal eine geile Cutscene. Jetzt ist schon sehr krass gemacht. Es ist so cool. So, wir sehen hier was ziemlich krasses, nämlich irgend so eine Maschine. Die feuert hier so einen übel krassen Strahl ab. Und ja. Deshalb gibt es da hinten gleich auch noch einen Subraum. Anscheinend will da jemand die gesamte Welt in Subraum verwandeln. Und wir haben hier die zwei Obermacker, nämlich Bowser und Ganondorf. Wario ist ja mittlerweile eher nicht mehr so krass dabei. Aber da scheint was zu kommen, nämlich die Halberd. Das Schiff von Meta Knight. Die wollen natürlich komplett sofort das Gegenfeuer reinholen. Die schalten nochmal die Nitro ein. Natürlich wird es getroffen, so groß wie das Schiff ist, ne? Ah, oh, voll mittendurch. Das war's mit dem Schiff. Das hätten sie sich besser überlegen müssen. Sie haben sich's aber besser überlegt, denn wir sehen hier die ganzen kleinen Schiffe. Das war von Anfang an der Plan, in dem Fall. Damit kann man natürlich viel besser fliegen und ausweichen, ist ja logisch. Volles Kreuzfeuer, das ist unglaublich. Nur lassen die gerade ein bisschen ihre Deckung fallen, denn... Ja, Kirby startet hier so einen kleinen Überraschungsangriff. Und zersägt das Schiff komplett. Es ist so geil. Ausgerechnet der kleine, pinke, flauschige Ball. Zerstört alles. Und die gehen einfach. Als wäre es ihnen wurscht. Das ist in diesem Fall schon mal erledigt. Und wir haben hier alle im Subraum sicher reinbekommen. Das ist schon mal gut. Okay, hier haben wir alle. Wirklich alle. Und ich meine wirklich jeden einzelnen Kämpfer, den wir bis jetzt haben. So. Mit wem kämpfen wir denn jetzt? Jetzt haben wir eine Auswahl zwischen allen. Ja. Wir nehmen Leute, die wir fast noch nie hatten. Wie zum Beispiel eben Mr. Game & Watch. Der ist neu. Den hat man noch nie. Ich nehme auch noch... Ja, Kirby mit dazu. Dann nehme ich noch Snake, weil der auch ziemlich stark ist. Und wen gönne ich mir noch? Ich glaube sogar die Ice Climbers. Okay. Weil ich die einfach mag. Alle haben einen gewissen sauberen Grad an Stärke. Mr. Game & Watch mit seinem neuen Hammer kann richtig reinhauen. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal. Und ich mache mir gerade nur selber Prozent wegen dem 1er Hammer. Da war der 9er Hammer. Wer den 9er Hammer nicht kennt, der kennt Game & Watch zu wenig. Deine Flu ist schon mal down. Und weg. Ja, läuft doch schon mal ganz gut. Hier können wir noch ein paar Würstchen braten, falls wir darauf Lust haben. Das ist so geil. Ah ne, warte mal. Ich lasse es lieber. Nein, lass mich in Ruhe, Mann. Da ist eine CD. Die nehme ich natürlich mit. Oh Gott. Alter, diese Wolken, ne? Wenn die dich einmal mit dem Blitz kriegen, dann ist es vorbei. So, ich hoffe, mit Kirby komme ich weit. Weil der ist echt wichtig. Das ist wahrscheinlich einer der stärksten Charaktere, die ich habe. Boah. Oh Gott, ich kann gerade leider nicht so viel dazu sagen, weil das teilweise richtig schwer ist. So, ich will ja nur die Sachen kaputt machen. Die Portale, besser gesagt. Ich wollte zuerst Boboras kaputt machen. Einfach nur, weil der am meisten nervt. Mehr nicht.
Es ist auf jeden Fall nicht so einfach hier. Oh Gott, jetzt kommt noch ein Dracogga. Come on! Das macht einfach fast keinen Schaden. Warum macht er so viel Damage? Und warum knallt er mich so raus, Mann? Das ist doch nicht normal. Wieso? Wie viel hält denn der überhaupt aus? Ja, jetzt ist es sehr gut. Bam, bam. Und bam, bam. Weg ist er. Nochmal eine schöne Maxi-Tomate bekommen. Und was kommt jetzt? Ja, ein Schnitzel, wie man sich's wünscht, ne? Zack, zack. Oh Gott, nein. Zack, zack. Boah, ich liebe diesen Hammer, ne? Vor allem in der Luft, wenn er beides mal trifft, dann ist er so krass stark. Das ist einfach nicht normal. Jetzt wollen sie es wohl richtig wissen. Ich bring zuerst die Riesen um. Problem ist gerade, dass ich ein bisschen in Bedrängnis bin, ne? Oh. Ich will eigentlich nur auf die andere verfickte Seite. Ja, als ob der mich dadurch erwischt, ne? Ja, Snake ist auch tot. OMG. Lass mich doch nicht auf der Seite raus. Jetzt. Jetzt verpiss dich doch mal. Oh Gott, er lebt immer noch. Okay, auf die andere Seite, aber sofort. Wahrscheinlich, ne? Richtiger Betrüger. Down, oder? Nein, immer noch nicht. Jetzt, danke. Boah, Maxi-Tomate ist wichtig jetzt. Oh Gott, ist das krass. Boden geht nicht mehr weiter. Oh nein, doch, doch, geht schon mal weiter. Boah, eine Tür. Eine Tür ist wichtig. Eine Tür ist sehr gut sogar. Oh, scheint sogar gewesen zu sein. Bowser und Gandalf sehen wir hier. What the fuck? Will Gandalf jetzt sein eigenes Ding durchziehen, oder wie? What the fuck ist los? Krasser Scheiß. Die Meisterhand. Der Boss of Bosse. Das scheint aber auch nicht ganz was zu stimmen, oder? Ah, das sieht ziemlich schmerzhaft aus. Was ist das jetzt für ein Wichser? Der manipuliert hier die Geisterhand. Meisterhand, nicht Geisterhand. Tabu. Das scheint wohl der wahre Drahtzieher zu sein. Na, eigentlich glaube ich schon, dass die Meisterhand der Drahtzieher ist. Aber... Boah, der hat einfach Gandalf zerlegt, ne? Ich glaube schon, dass die Meisterhand der Drahtzieher ist, aber... Sie wurde halt manipuliert. Die will jetzt auch nochmal richtig was wissen. Aber no chance, Alter. Der zerlegt sie richtig krass. Oh, krass. Ich glaube, die kann nichts mehr machen. Guten Tag. Was passiert jetzt? Es hat auch noch Flügel. Oh Gott, diese Schockhöhle sieht gar nicht gut aus. Holy fuck. Ach du Scheiße. Einfach alle. Instant. Down. Das ist krass. Das ist richtig krass. Also der Typ hat auf jeden Fall was drauf. Und jetzt macht er sich irgendwie ein Schutzschild. Oder halt irgendwie... Keine Ahnung. Womit bedeckt denn der sich? Das sind irgendwelche Kugeln. Und eine riesige Treppe. Okay. Stage gemeistert. Ja, geil, ne? Coole Stage. Am Schluss. Mit... keinem Charakter. Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir keinen Charakter mehr. Alle weg. Wirklich alle? Oder war da nicht noch was? Na, seht euch das an. Wen haben wir denn da? Ness, Luigi und DDD. Ness und Luigi werden irgendwie befreit aus der Trophäenform. Wegen diesem Orden. Falls ihr euch erinnern könnt. DDD hat seinen eigenen abgegeben und Peach angesetzt. Die hat ihn aber auch verloren.
Die haben sie haben DDD befreit. Das findet er natürlich wunderbar. Und mit den dreien müssen wir jetzt noch was reißen. DDD kann ich so ein bisschen. Ness mag ich sehr gerne, kann ich auch. Und Luigi geht so. Es könnte interessant werden. Jetzt wird es nämlich gar nicht mal so leicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig cool, dass ausgerechnet die drei, die halt sofort... Oh Gott, hat der schon geil angefangen. Die halt instant so weg waren, nachdem man sie gesehen hat. Dass die jetzt nochmal so einen Special-Auftritt bekommen. Das finde ich richtig geil. So, warte mal. Bauen! Boah, ist aber richtig heftig, ne? So, den gebe ich jetzt erstmal den Thunder. Wenn ich treffen würde. Danke. Und down. Stimmt, das war das Besondere dran. Man muss nämlich die ganzen Trophäen oder beziehungsweise die ganzen Charaktere neu einsammeln. Und das ist das Besondere. Mit diesen dreien muss man jetzt jede Trophäe einsammeln und wiederbeleben. Also wiederbelebt werden sie ja sowieso automatisch. Aber man sollte möglichst aufpassen, weil wenn man hier was vergisst, merkt euch das, wenn ihr hier eine Trophäe vergesst und die nicht findet, dann habt ihr diesen Charakter danach nicht mehr. Heißt, es kann wirklich viel ausmachen. Es geht zwar nach oben, aber wir gehen natürlich in die Tür rein, wir müssen alles erkunden. Wegen den Charakteren, die es hier überall gibt. Nämlich Pit haben wir jetzt und noch Falco. Kirby ist der wichtigste für mich. Also wir haben bis jetzt drei Charaktere gefunden von ca. 20, 25, die wir haben. Ungefähr. Ist auf jeden Fall nicht so doll, aber das Level ist ja jetzt nicht nur 2 Meter lang. Ne? Also wir haben noch genug Möglichkeiten, die Leute zu finden. Hallo Junge. Was? Ich dachte schon, der nimmt die Trophäe jetzt mit für immer. So, wir haben Lukas ja auch noch. Und ich dachte schon, dass die weg wäre. Lol, da war noch ein Gegner. Habe ich gar nicht gemerkt. Erst nach der Attacke. Gesehen habe ich ihn nicht. Da hinten ist nämlich auch noch was. Nicht vergessen, ne? Überall alles nachschauen. Nämlich Ike. Und diese goldenen Plattformen dienen dazu, dass man neue Plattformen bekommt. Alter, kannst du dich bitte verpissen? Ich sammle Donkey Kong sofort ein. Keine Panik. Das ist eher nur ein Secret. Ich muss sowieso noch alles erkunden. So, hier haben wir den Pokémon-Trainer erstmal. Und Pikachu. Pikachu ist gar nicht so einfach zu bekommen. Nein, das ist kein Untergrund, wo man sich festhalten kann. Ich dachte auch eigentlich, dass Ness schnell genug ist zum Rennen. Aber gut, jetzt müssen wir mit Luigi ein bisschen was reißen. Pikachu ist gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Also, wenn man den verkackt, ist das keine Schande. Donkey Kong. Ich habe gesagt Donkey Kong. Ich habe gesagt, fucking nochmal Donkey Kong. Meine Fresse nochmal. So, von hier sind wir ja gekommen. Schauen wir jetzt mal den anderen Weg an. Luigi kann schon was, also nicht, dass ihr denkt, der ist nur zum Rumblödeln da. Muss gerade mal schauen. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Ich finde übrigens diesen Ton richtig geil, ne? So, Donkey Kong. Ja, bist du cool. Halt doch einfach mal. Boah, Mann, diese Minsels. Ich habe ihm sogar noch einen Weg gemacht, damit er nicht stirbt. So, hier haben wir Marv. Oh, der Rare hat es voll auf mich abgesehen. Bitte, was? War knapp. Aber ich glaube, hier unten ist nur ein Secret. Und nicht der normale Weg. Ja. Olima. Und warte. Da schießt man was rein. Und Fox. Ich glaube, als jeder Charakter, den wir haben, hier, also Ness, Luigi und DDD, die können irgendein Geschoss werfen, damit man auf jeden Fall unversehrt an die Statue rankommt. Fox ist schon mal gut, dass wir den haben, weil der ist ein guter Kämpfer.
Könnte knapp werden. War auch knapp. Oh. So ein... Nee, wir haben schon alles, ne? Höchstens die Blicks, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Okay, neuer Bereich, wie es aussieht. Tieferer Subraum. Sonst würde die Musik nicht so verändern. Oh oh. Besuch! Aua! Boah, dass wir nicht oben rausfliegen können, wundert mich nicht. Und down. So, dann schauen wir jetzt mal. Komm her. Komm, geh weg. Geh weg. Wo ist der andere? Da. Verpiss dich mit der Bombe. Oh, Mr. Game & Watch will ich natürlich schon haben. Hä? Ist interessant auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Der DD wartet schon, beziehungsweise der Krane. Kann ich den noch so killen? Ist auch tot, wunderbar. Game & Watch ist mit Abstand auch einer der schwierigsten zum Bekommen. Finde ich ja cool, dass DDD einfach instant direkt ist. Ich weiß, ich hätte noch ein paar extra Sprünge über die machen können. Aber ich war mir eben nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich so gut möglich ist. So, hier müssen wir aufpassen, weil das ist Scrolling und das heißt, es kann hier schon mal sehr assi werden. Ist es auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu erkunden. Ne? Aber ich glaube, mehr als zwei gibt es hier nicht. Das Blöde ist, wir haben nur noch dieses Leben. Das heißt, wir gehen jetzt direkt weiter. So, Mario liegt auch mitten auf dem Weg, also ist nicht schwer zu bekommen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob wir irgendwas vergessen haben. Wo war Kirby? Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen weiter. Hier ist Bowser. DDD befreit ihn, warum auch immer. Alles klar. Die wollen natürlich instant kämpfen. Dann muss ich jetzt mit DDD gegen Bowser? Alter, wie dumm ist das denn gewesen? Habe ich da jetzt Bock drauf, gegen den zu kämpfen? Komm rein. Bam. Ich zeige euch einfach mal ein paar DDD-Moves. Hier, ein Waddle-Dee. Ne, ein Waddle-Doo ist das, glaube ich, ne? Komm rein da, weil dann ist wäre er tot. Oh, jetzt hat er mich aber mit einem Smash-Angriff überrascht. Und ich kriege ihn natürlich genau rein. Das ist natürlich sehr schön. Das ist schon mal gut. Ich erwische ihn schon ganz... Also teilweise erwische ich ihn ja ganz gut. Eieieiei, jetzt fangt er mit dem an. Wieder voll erwischt? Nee, doch nicht. Ey, ich hasse diesen Typ, ne? Ja, komm her. Bam. Oh Gott, der macht Damage. Und ich habe auch viel mehr Prozent als er. Er geht mir voll rein. Jawohl. Oh, das war schön. Jawollo. Die Attacke am Schluss war zwar... Zwar nicht ganz beabsichtigt, aber kann man mal machen. Und jetzt Déjà-vu. DDD wieder. Bowser. Er sieht, Meisterhand, sein Boss ist down und es hat keinen Zweck mehr. Ist natürlich auch GG, ne? Stage gemeistert, aber wir haben nicht alles. Kommt zumindest mir so vor. Wir sind aber noch im Subraum, also können wir durchaus jetzt... Oh! Ja! Eine Frage hat sich erledigt. Luigi ist jetzt dabei. Ness ist dabei und Bowser ist dabei und DDD ist auch dabei. Vier neue Karas, es ist wunderbar. Wir haben jetzt auch wieder ein paar. 69% haben wir. So, und dann würde ich jetzt behaupten,